So, Hallöchen. Ich habe mal was geleistet und zwar sowas hier, ein Mikrofon. Ich glaube, man kann es schon sehen. Ein Kondensatormikrofon. Das habe ich mir mal geleistet. Ich wollte mal eins haben. Das ist jetzt aber, wenn man so sieht, ich glaube, man konnte es eben noch erkennen. Da so ein bisschen scheint es so durch. Das ist kein Großmembran. Ich glaube nicht, dass das ein Großmembran ist. Weil bei Großmembranmikrofon sagt man so, ab 1 Zoll Größe ist es ein Großmembran, darunter ist es eben Kleinmembran. Ich habe auch schon aufgemacht und mal reingeguckt und alles. Und man sieht hier schon Volumen und Echo. Also ist das nicht so, wie man es eigentlich kennt mit der Phantomspannung. Trotzdem hat dieses Ding einen XLR-Anschluss. Es ist aber ein USB-Mikrofon. Und das hatte ich eigentlich vor umzubauen für Phantomspannung. Weil ich eigentlich nichts von den Dingern halte. Ich habe es aber mal testweise ausprobiert. Also ich bin eigentlich überrascht, wie gut das Ding doch ist. Also preismäßig mit Versand inklusive keine 5 Euro. Da hatte ich echt Glück gehabt. Ich weiß nicht, welche Firma das ist. Ich kann es nicht sagen. Wir schauen noch später nochmal rein. Was da so drin ist, aber ich wollte mal einen Test machen, wie sich das anhört, was ihr dazu sagt. Ihr hört mich jetzt momentan über mein Tascam. Über den hier, den Tascam. Da ist ja Stereo, das ist Elektret, Kondensator. Ich habe es aber auf Mono gestalten, das kann man glaube ich auch sehen. Da werde ich das Mikrofon gleich mal anschließen. Ich zeige euch auch gleich nochmal das Kabel dazu. Dann könnt ihr ja mich über das Mikrofon hören und dann mache ich nochmal einmal, wie die Kamera mich aufnimmt. Im Moment ist auch ein bisschen viel Störgeräusch hier zwischen wegen dem PC, der rauscht eben. Da kann ich nichts für. Ich werde auch mal versuchen, das Mikrofon direkt an die Soundkarte, wie es da ist. Und mal gucken, wie der Sound da ist. Ich wollte eigentlich ein anderes haben, aber das ist zu teuer weggegangen. Aber da wusste ich dann schon ungefähr, was es ist. Das war nämlich ein, glaube ich, ein Auna. Das hieß UM oder M900 oder irgendwie sowas und die gibt es bei Auna. Das ist aber für mehr weggegangen. Das hatte hier unten einen USB-B-Anschluss. Ich sag mal so, das hätte ich aber gerne genommen, weil da noch die ganze Spinne mit bei ist. Das hier hat ja keine Spinne, nix. Das ist einfach nur so und das Kabel. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn ich es wirklich umbauen sollte auf echtes XLR mit Phantomspannung, ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung hierfür. So, ich suche mal das Kabel. Das ist hier. Das ist auch recht lang. Hier ist der XLR und dann ist es gesplittet auf USB und Klinke. Ja, es gibt auch USB, da ist das direkt, da hast du die Soundkarte in dem Sinne schon in dem Mikrofon drinne. Aber das ist eben gesplittet, das ist nur für Strom, 5 Volt und dann kommt hier das Audio wieder raus. Und deswegen ist das jetzt hier auch ein wenig, ich weiß nicht, wenn ich da echtes XLR ranstecke, ob das nicht ein bisschen problematisch ist mit 48 Volt. Ich kann jetzt nicht sagen, auf welchen Pins die Spannung hängen. Ich weiß nur, dass der Audio außen die Masse hat. Hier dran die Masse an dem Metall. Da hängt das Audio mit dran. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Stecker geschirmt ist, kann ich auch noch mal reingucken, das ganze Kabel. Es ist zumindest gut, dass das Audio mit auf der Schirmung hängt und nicht mit auf den USB, auf der Masse. Gibt weniger Störung. So, ich schalte das mal ein. Ich hoffe, da ist jetzt auch Saft drauf. Und erstmal muss ich das runterdrehen. Hier ist auch noch ein Echo dran, ne? Wozu ich ein Echo brauche, weiß ich nicht. Können wir ja gleich mal gucken. Ich habe es noch nicht getestet. Jetzt hört ihr mich über dieses Mikrofon. Volumen habe ich jetzt auf ja sowieso so ganz wenig.
sind das jetzt hier so 20 cm Abstand. Ich weiß nicht, ob man das Rauschen hören kann vom PC. Ich glaube, die Uhr kann man hören. Ich drehe mal das Echo rein. Ich weiß nicht, was damit passiert. Also ich drehe das jetzt hier langsam, während ich spreche. Habe ich jetzt hier Echo reingedreht, jetzt drehe ich das wieder raus. Keine Ahnung, was das genau bewirkt. Ich weiß nicht, wie die Richtcharakteristik ist. Das andere hatte Niere gehabt. Das hier scheint wohl auch Niere zu sein. Denke ich mal. Also ich spreche jetzt so gesehen da rein. So, und dann drehe ich das jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, wie das ist. Jetzt habe ich es um 90 Grad. So ist es jetzt um 180 Grad. Und so müssen es 270 sein. Und so rum haben wir dann 360 Grad. So, ich weiß nicht, wie das ist, so von der vom Ton her. Ich habe jetzt auch den Filter rausgenommen, den tiefen Filter vom Mikrofon, von dem Tascam. Und ich teste jetzt gleich mal, wie das ist mit dem PC, wenn ich das direkt reinstecke. Hinten an die Soundkarte. Vielleicht blende ich euch auch noch mal kurz das Spektrum ein. Vielleicht kann man das sehen, ich kann es nicht sagen. Bereite ich mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Hallöchen, da sind wir jetzt auf dem PC. Ich habe jetzt mal versucht, es nicht ganz so laut zu drehen. Ich mache mal noch einen Ticken mehr. Also, wie man sieht, es ist vielleicht ein Rauschen drin. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich drehe mal gleich mal lauter und dann hören sind wir mal Stille. Dann schauen wir mal, ob wir das Rauschen hören können. So, ich drehe mal die Lautstärke wieder zurück. Und es ist wirklich eine Nierencharakteristika. Also, so seitlich bin ich sehr leise. Die andere Seite bin ich auch leise. Das habt ihr sicherlich wahrscheinlich schon mitgekriegt. Es ist wirklich saumäßig empfindlich. Man sieht auch, dass es ab und zu mal richtig schön ausschlägt. Richtig derbe. Vom Frequenzgang, also 20 Hertz, Kilohertz auf alle Fälle. Die kriegt hin. Ich habe eben einen Pfeifton gemacht, mit dem Mund halt. Da hat man das sehen können. Ich kann es dann nochmal versuchen, vielleicht sieht man es. Ich drehe dazu wieder lauter. Es könnte jetzt übersteuert sein, auch zu laut werden. Also Achtung. Kriege ich jetzt nicht so direkt hin, aber man sieht, es schlägt schon bis 24 Kilohertz aus. Also so gesehen, also 18 bis 20 Kilohertz geht wohl wahrscheinlich sehr gut. Hier auf meinem PC muss ich es ein bisschen lauter machen. Ich habe noch eine Sache, habe ich ja nicht probiert. Und zwar, wenn ich von oben drauf spreche. Ich weiß nicht, wie sich das dann anhört. Dürfte leiser werden, aber nicht so extrem, als wenn ich dann an der Seite reinspreche. Wenn ich von hinten reinspreche, ist es dumpfer. Das ist ja dem Aufbau geschuldet. Ist halt so. Gut, ich schwenke jetzt auf die andere Kamera zurück und dann sehen wir uns da und schauen mal gemeinsam rein. Bis gleich. So, nun sind wir da, nun nehmen wir das Ding auseinander. Das erste, was ich machen muss, sind die Knöpfe runter. Da habe ich das vorhin anders nicht so gemacht, wie ich das eigentlich machen wollte. Aber ich mache das jetzt nochmal genauso. Aufgehen tut das Ding hier unten. So. Und dann kriege ich das nicht ab in den Knöpfen. So, und jetzt mache ich eine Sache, die seht ihr jetzt leider nicht. Ein bisschen Licht. Einmal. So, jetzt haben wir das ab
das ist alles. Ich versuche es zu zeigen. Das ist alles da drauf. Zwei ICs, ein Transistor, ein paar Tantal-Elkos, ein paar Widerstände. Das ist alles. Rückseite, nix. Und zwei Potis. Und hier, ich guck mal, ob man das da sehen kann. Da gehen die Kabel ran. Und das ist Audio. Das ist Audiokabel. Es ist schon mal geschirmte Leitung. Und es geht außen auf den Schirm. Die Masse und der Plus geht auf Pin, ich weiß nicht was, glaube Pin 2. Ja. Audio Out geht auf Pin 2 und Außenschirm. Und Pin 1 und 3 sind dann die Spannungsversorgung. 5 Volt steht hier auch drauf. Ich hoffe, man kann es nachher erkennen. Steht auch drauf, 5 Volt. Ich zeige es nochmal ein bisschen dichter. Das sind die ICs. Ich lese es nochmal vor, ich google nochmal, ich blende das vielleicht nochmal ein. Ein 45580 JRC YCCC16A und noch ein CD2399F und das andere kann ich kaum noch lesen. So, und dann ist hier noch ein Transistor, den kann ich jetzt nicht entziffern. Hier steht noch was drauf. Ich weiß nicht, ob man das nachher erkennen kann. Ob das die Firma ist, ich kann mal googeln. Vielleicht blende ich es noch ein, ob ich dann darüber was finde. So, und jetzt muss ich den hier oben mal abkriegen, um an die Dings zu kommen. Ich will es nicht raus, dann nicht. Clever gemacht. Und die Spannung möchte ich ja gern auch noch mal messen. Werde ich dann nachher das tun. So. Und da ist die Kapsel drinne. Und die ist wirklich winzig. Und wenn ich da jetzt schätzen sollte, wie groß die ist, dann ist das wirklich schon sehr klein. Insgesamt hat die einen Durchmesser von 1,5 cm und einen halben Zoll circa. Etwas über einen halben Zoll. Ich kann mal gucken, ob wir das hier drauf kriegen. Ein halbes Zoll, also ein halb Zoll ungefähr. Und jetzt sieht man auch, warum es von hinten ein bisschen dumpfer ist. Da sind kaum Öffnungen. Und von vorne sieht es dann so aus. Und deswegen auch seitlich nichts, weil es hängt so in diesem Teil drinne, in diesem Rahmen. Das war's. So, ich schließe das jetzt noch mal an. Ich messe die Spannung, die hier anliegt an dem Kondensator. Es ist ja ein Kondensator. Schauen wir mal bei Wechselspannung, was da kommt. Ich muss erstmal das Kabel anschließen. Das hängt noch im PC drin. Ne? So. So, ich nehme mal hier bisschen Metall, bisschen weg. Und dann sollten wir hier 5 Volt messen. Sollten wir. Ach so, ja. Bei AC natürlich nichts. Und an der Kapsel. Das kann man hier messen. Kapsel hat 0,388 Volt AC. So, gucken wir mal Volt.
Wie viel Volt denn da anliegen? Erstmal USB. 4,96, 97 Volt. Und einmal die Kapsel. Gar nichts. Also wenn mich hier nicht alles täuscht, müsste da Spannung anliegen. Ich messe mal hier hinten. Nichts, gar nichts. Test, 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 test. Ich nochmal auf AC gehe. Eigentlich sollte da eine Spannung anliegen. Bei 48 Volt eigentlich. Habe ich jetzt eigentlich so eine Erinnerung. Ja, nee. Vielleicht vertue ich mich da auch gerade. Vielleicht ist das auch gar nicht ein richtiges Kondensator, sondern ein Elektret, aber das sieht nicht danach aus. Das sieht nicht nach Elektret aus. Nee, das ist Kondensator. Das ist ein Kondensatormikrofon, also es ist kein Elektret. Elektret ist zwar genauso aufgebaut, aber ein bisschen anders. Und hier hinten ist noch eine Scheibe, eine Schraube. Ich hoffe, man kriegt es drauf mit einer Mutter. Ja. Eventuell, ich habe schon gesehen, ich kriege eine 1 Zoll Kapsel für circa 20 Euro bei eBay. Zwar aus China, aber was soll's. Vielleicht passt die da ja dann rein. Vielleicht kann ich mir, ich habe ja einen 3D-Drucker, so einen Halter drucken für die größere Kapsel und die mal dann einbauen. Demnächst dann mal, irgendwann, wenn ich soweit bin. Das ist Elektret. Das ist Elektret. Nee, das ist Kondensator. Spannungsversorgung 48 Volt. Wir müssten eigentlich hier oben. Hier oben eine DC-Spannung anliegen. Ich gehe mal auf Millivolt. Also, wie gesagt, da müsste eine Spannung anliegen. Und das nicht gerade wenig bei dem 5 Volt hier. Eigentlich 5 Volt. Ist ja jetzt... Achso. Nee. Plus, Minus, ne? Volume auf Plus. Millivolt. Und AC. Na gut, vielleicht liegt da noch was mit den ICs zusammen. Vielleicht gibt es da noch eine bestimmte Beschaltung, irgendwie muss es ja funktionieren. Aber bei der Phantomspannung ist eigentlich nur, es geht eine 48 Volt drauf, ist mit einem Kondensator abgeblockt. Dass die DC-Spannung nicht rauskommt, nur die AC-Spannung, weil Kondensator ändert sich ja. Theoretisch sollte da eine Spannung anliegen. Also vielleicht irre ich mich da, vielleicht könnt ihr ja was dazu schreiben. Also, aber ich war überrascht, wie gut das Ding hier wirklich funktioniert. Ich baue das wieder zusammen und bedanke mich fürs Zuschauen. Und eventuell sehen wir uns dann noch mit einem Teil nach noch mal wieder über das Mikrofon, wenn ich eventuell mal so eine Kapsel besorge, eine größere.
oder ich es doch mal austeste. Sollte theoretisch ja nichts ausmachen, wenn ich die Kapsel direkt an 48 Volt hänge, weil es ist ja nur ein Kondensator. Und die Phantomspannung liefert ja nun auch nicht so viel Strom. Aber da muss ich mir erstmal ein direktes XLR-Kabel besorgen und ein Netzteil bauen für das eine Teil, was ich dafür dann benutzen werde. Eventuell werde ich das auch noch anders machen, dass ich nicht mit Phantomspannung erstmal arbeite. Weil für die 48 Volt habe ich jetzt kein Netzteil. Für die plus minus 15 Volt hätte ich ein Netzteil. So. Mal gucken. Ich schau mal. Jetzt habe ich das wieder zusammengebaut. Das ist jetzt hier auf Minimum. Hall ist natürlich... habe ich also selbst gehört. Müsst ihr verzeihen, wenn das da so wirklich sehr doll hallt. Ich habe es gehört. Ich habe gedacht, scheiße. Ich habe es ja vorher nicht gehört. So. Ist wieder zusammen. Muss eben nur mal irgendwie einen Aufkleber drauf machen. USB. Ja, obwohl, das sieht man ja. Volumen Echo brauche ich ja nicht großartig anklemmen. Anmarkern. Ich versuche aber trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich das Glück und ein wirklich echtes Großmembran-Kondensator zu kriegen. Leider kann ich mir das von Neumann oder wie das heißt nicht leisten, das eine. Das kostet 6000 Euro. Das kann ich mir leider nicht leisten. Gut, aber danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.